Unterwegs an den Küsten Norwegens, auf den Spuren der alten Postschiffe. Wir erwarten ganz tolle Naturerlebnisse. Wir hoffen natürlich auch, dass wir die Polarlichter sehen werden. Manche sagen, es sei die schönste Schiffsreise der Welt. Ein Winterzauber am Polarkreis. Eine Menge Schnee, die ich lange nicht gesehen habe. Ich glaube, in Kindheitstagen das letzte Mal so eine Menge Schnee gesehen. Und ja, phänomenal. Bei nordischem Wetter wird diese Reise zum Abenteuer. Ziemlich cool, mal hier so den Wind zu spüren, dass man einfach wegfliegt. Bizarre Landschaften am Ende der Welt. Magische Momente trotz Eiseskälte. Dass das hier so ein Wetter ist, irre. So habe ich mir die Arktis vorgestellt. Schweben über schneebedeckte Fjorde. Ich habe gedacht, wir fliegen gleich in die Böschung. Unterwegs auf der Strecke der Hurtigrouten. Das Schiff liegt bereits vor Anker in der Hafenstadt Bergen. Getauft wurde es 1996 und nach dem nördlichsten Punkt des europäischen Festlands, dem Nordkap, benannt. Es ist eins von 15 Schiffen, die täglich die Häfen der norwegischen Küste ansteuern. Seit 126 Jahren wird diese Strecke von Schiffen befahren. Und so werden bis heute Passagiere und auch Waren hoch oben im Norden befördert. Wir erwarten ganz tolle Naturerlebnisse. Wir hoffen natürlich auch, dass wir die Polarlichter sehen werden. Wir haben tolle Ausflüge gebucht, Schneemobilfahrten, Hundeschlittenfahrten. Die Reise beginnt im Südwesten Norwegens. In den nächsten 7 Tagen werden 34 Häfen angesteuert. Die Route führt über den Polarkreis zum Nordkap und endet in Kirkenes, 15 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Bevor das Schiff am späten Abend in See sticht, bleibt noch etwas Zeit, sich in Bergen umzuschauen. Die Stadt zwischen den 7 Hügeln ist auch als Tor zu den Fjorden bekannt. Weltberühmt der im Mittelalter aus Holz gebaute Stadtteil Bryggen. Mehrmals abgebrannt und nach Originalplänen wieder errichtet, gehört er seit 1979 zum Weltkulturerbe. Seit dem Mittelalter bestimmt der Handel mit Fisch die Geschicke der Stadt. Und das ist bis heute geblieben. Die Fahrt mit der Standseilbahn führt hoch hinaus und präsentiert dem Besucher einen fantastischen Blick auf den Hafen. Er bestimmt den Puls der Stadt und ist Ausgangspunkt vieler Reisender. Gegen 20 Uhr haben fast alle Passagiere auf der Nordkap eingecheckt. Meine Damen und Herren, ja, Treffen für unsere deutschsprachige Gäste im rechten Konferenzraum, 20.45 Uhr. Wir möchten Sie gern begrüßen. Für Hotelmanager Arild Bogö beginnt der Arbeitsalltag. Elisabeth vom Expeditionsteam informiert bereits über die kommenden Ausflüge. Das Wetter ist ungemütlich. Trotzdem zieht es die Ersten an Deck. Kolja aus Krefeld hat sich spontan für diese Reise mit Mutter und Opa entschieden. Komplett nicht geplant. Ja, haben wir den Opa gefragt. Und er brauchte einen Tag Bedenkzeit und dann sagt er, ja, ich fahr mit. Ich hab dann immer bewundert diese Situation. Ein altes Postschiff modernisiert und weitere Schiffe dazukommt und dann regelrechte Routen. Und so habe ich dann immer publik gemacht, ich möchte eigentlich mal gerne mit Hurtigrouten in Urlaub fahren. Sonja und Frank haben diese Reise lange geplant. Am besten tritt alles ein, wie wir uns das hoffen. Also, dass man abschalten kann, dass man ein bisschen runterkommt vom täglichen Allerlei. Und ja, das ist eigentlich der Hauptgrund. Und natürlich, dass wir die Nordlichter sehen. Das ist eigentlich Pflicht, ne? Also das ist schon ein Traum von uns, die zu sehen.
Gegen 22.30 Uhr geht es endlich los. Die Nordkap legt ab. Die Lichter von Bergen werden kleiner. Trotz des Regens bietet sich ein beeindruckendes Panorama. Vor uns leuchtet die Askøy-Brücke. Mit 1058 Metern eine der längsten Brücken Norwegens. Sonja und Frank genießen die Aussicht in der Panoramabar. Für die Berliner ist das eine ganz besondere Reise. Ihre Hochzeitsreise. Man mag es auch nicht so richtig warm. Sommerliche Ziele fielen da sowieso schon mal aus. Wir wollten ein bisschen was Besonderes. Und dann sagten wir, Hurtigruten, das ist genau das, was uns so vorschwebt. Wovon wir eigentlich auch träumen. So mit Polarlichter, viel Natur, schöne Gegenden, Landschaften. Ja, das ist für uns so ein bisschen Abenteuer. Viele Gäste kommen aus England, aber die meisten sind aus Deutschland. Hans vom Expeditionsteam stellt ihnen die wichtigsten Crewmitglieder vor. Ja, wie geht es so? Lang gereist, früh aufgestanden? Ja. Ja, diese schöne Gruppe möchte ich gerne vorstellen mit unserem Kapitän Ståle Andersen. Er verdient einen Applaus, bitte. Unser Häuptling von Hotel, der Hotelmanager kann man auch sagen, ist Arild Boge, Hotelmanager. Und diesen langen Mann hier, er ist Chef über Rezeption. Das ist Thomas. Die Nordkap bietet Platz für über 400 Passagiere. Kurz vor Mitternacht macht sich gemütliche Bordatmosphäre breit. Sonja und Frank haben eine Doppelkabine gebucht. Jetzt wollen wir uns mal euer Zimmer angucken. Ja, kommen Sie mal herein. Nee, keine, aber feine Hütte. Schön ist, man hat viel Lichter hier. Also die haben da oben noch Spots. Also man und kann hier, sich hier und hier. Also schön hell oder auch schön dezent. Da großer Schrank mit Spiegel und Bad. Alles sehr gut genutzt, überall Ablageflächen. Wir haben uns einen Großteil schenken lassen. Also wir haben den Gästen gesagt, wir brauchen keine Kochtöpfe, Geschirr oder ähnliches. Wir leben ja nun schon ein paar Jahre zusammen. Haushalt ist vorhanden. Schenken uns lieber was für unsere Reise, damit wir schöne Ausflüge machen können und uns das leisten können. Naja, finanziell ist es natürlich schon eine große Nummer. Man ist hier vom Preis her bei 6.500 Euro. Also nicht pro Person, sondern zusammen. Und das ist schon eine Nummer, da muss man schon ein bisschen was für an die Seite legen. Und ohne das Sponsoring von unseren Freunden und Verwandten hätten wir das wäre nicht drin gewesen. Die Schiffe der Hurtigruten fahren bei Tag und Nacht. In allen Häfen kann man aus- und einsteigen. Deshalb nutzen auch viele Norweger besonders gerne im Winter einzelne Teilstrecken. Zwischen Bergen und Ålesund wird die Nordkap in drei Häfen kurz anlegen. Und nach 12 Stunden Fahrzeit ankommen. Der Regen hat aufgehört. Dafür geht nun ein mächtiger Wind. Mit einem flauen Magen bleibt manch einer lieber gleich in der Kabine. Der Weg zum Frühstück wird bei diesem Wellengang zu einer echten Herausforderung. Opa Werner ist ausgeschlafen. Die erste Nacht hat er zumindest gut überstanden. Enkelsohn Kolja hatte dagegen Anpassungsprobleme. Ich konnte anfangs nicht so schlafen, bin ich nochmal ins Panoramadeck gegangen, was gelesen und dann ins Bett. Er hat oben geschlafen, ich auf der anderen Seite unten. Ich darf als Erster um 6 Uhr auf und da schläft er nur 1,5 Stunden. Aber diese 1,5 Stunden brauche ich im Bad für mich. Opa Werner ist über 86 Jahre alt. Diese Fahrt war ein lang gehegter Traum. Die Schiffe der Hurtigruten waren einst die einzige Verbindung zwischen den Handelszentren im Süden und den Fischerdörfern im Norden. Sie transportierten Post und Güter und wurden für immer mehr Norweger schnelle Fährverbindungen. Heute gönnen sich viele Touristen an Bord eine Auszeit. Also außer, dass wir geschrieben haben, wir sind super gut angekommen und genießen das hier, hatten wir keinen Kontakt. Wir sind sicher, dass das alles gut läuft. Die Kinder sind versorgt und die können sich auch benehmen. Um Franks drei Kinder aus erster Ehe kümmert sich nun Sonjas Mutter. Es ist 12 Uhr. Die Einfahrt nach Ålesund steht jetzt kurz bevor. Schon aus der Ferne wirkt die Stadt vornehm elegant. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Ålesund, diese schöne Jugendstillstand. Ålesund ist auf mehreren Inseln gebaut und scheint dem Meer entsprungen.
1904 war die Stadt nach einem Großbrand total zerstört und wurde mit deutscher Hilfe in der damaligen Architektur des Jugendstils wieder aufgebaut. Die Passagiere haben 2 Stunden Zeit, um das Städtchen auf eigene Faust zu erkunden oder sich dem geführten Stadtrundgang anzuschließen. Verspielte Ornamente und Blütenmotive zieren die Fassaden. Bis 1914 verbrachte der deutsche Kaiser Wilhelm II. Seinen Sommerurlaub hier. Und schon ruft die Nordkap wieder an Bord. In der Küche ist immer Betrieb. Zurzeit werden 270 Gäste versorgt. Mitunter muss aber für 500 Menschen gekocht werden. Nichts kommt aus der Dose. Jeden Tag wird frisch geschnippelt, gekocht und gekühlt. Fisch wird besonders viel und in allen Varianten angeboten. Um ohne Probleme auf einem Schiff kochen zu können, braucht es aber vor allem Sicherheit. Auf dem Schiff ist man unterschiedlichem Wetter ausgesetzt. Da müssen wir Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Zum Beispiel müssen wir bei hohem Wellengang das hier benutzen. Eine Schiene, damit die Töpfe nicht herunterfallen und wir uns nicht verbrühen. Seit einem Jahr ist André auf der Nordkap und Chef von 8 Köchen. Zuvor war er in Restaurants in Oslo und mehrere Jahre auf einer Ölplattform. Wie alle anderen ist der 38-jährige Familienvater 22 Tage an Bord und danach 22 Tage zu Hause. Die eigentliche Herausforderung in seinem Job: die Balance zwischen Einkauf und tatsächlichem Verbrauch. Ich hasse es, Essen wegzuwerfen. Essensreste dürfen wir nicht weiterverwerten, aus hygienischen Gründen. Wir achten sehr streng darauf, nur so viel zu bestellen, wie wir auch wirklich brauchen. Wir haben aber auch das Restaurant, ein Café, ein Bistro, dann noch das Panorama-Café und die Messe für die Crew. So können wir alles gut verteilen und müssen nichts wegwerfen. Der Traum aus Mousse und Schokoladenglasur wird bereits für den kommenden Tag vorbereitet. Viele junge Leute beginnen ihre Karriere mit einem Praktikum auf dem Schiff. Nachwuchskräfte sind auch in Norwegen heiß begehrt. Es ist schwierig, gute Köche zu finden. Nicht nur bei Hurtigruten, sondern in ganz Norwegen, denn wir haben es versäumt, gute Köche auszubilden. Jeden Tag wird ein 3-Gänge-Menü serviert. Wer keinen Fisch oder kein Fleisch mag, bestellt vegetarische Gerichte. Abends um 18 Uhr treffen sich Tone, Elisabeth und Hans vom Expeditionsteam. Sie besprechen das Programm für den kommenden Tag. Seit Jahren arbeiten sie für die Hurtigruten. Langweilig wird es dennoch nicht. Die Spikes müssen wir dabei haben. Es war sehr glatteisig, ne? Ja. Wir arbeiten ja alle 3 Wochen und 3 Wochen frei. So, wenn man zurückkommt, dann hat sich die Jahreszeit schon verändert. Neue Leute kommen ja sowieso. So, in diesen 11 Jahren habe ich noch nie erlebt, dass ich komme wie zum Beispiel montags im Büro. Oh, das Gleiche. Nein, habe ich noch nie erlebt. Immer wieder neu, frisch. Landschaft, Klima, Wetter, alles möglich. Und dann warten wir auf ein tolles Licht, natürlich. Ja. Und Rikskandidat. Die Arbeit hier ist nicht gerade familienfreundlich. Deshalb sind Frauen an Bord wie Tone älter und ihre Kinder bereits aus dem Haus. Oder sie haben wie Elisabeth ihre Familienplanung noch vor sich. Dennoch, der Rhythmus 3 Wochen Arbeit, 3 Wochen Freizeit hat auch Vorteile. So, es ist intens, wenn man zu Hause ist, aber dann frei und ruhig. Dann kann man was machen, was man möchte. Also Hobbys und so weiter. Es wird dein Lebensstil anschalten, ausschalten, anschalten, ausschalten. Wirklich. Aber es macht Spaß, immer noch. Ja. Ja. Die nächsten Touren sind vorbereitet. Der 2. Tag an Bord geht zu Ende. In der Nacht legt das Schiff über 300 Kilometer zwischen Ålesund und Trondheim zurück. Pünktlich um 6 Uhr legt die Nordkap in Trondheim an.
Sonja und Frank müssen früh raus. Sie haben eine Winterwanderung mit dem Expeditionsteam gebucht. Zunächst geht es mit dem Bus an der Küste entlang. Das Licht in den Morgenstunden kurz vor der Dämmerung taucht die Küstenlandschaft in eine ganz besondere Atmosphäre. Jetzt gibt es das blaue, schöne Licht. Ja. Man kann das Polarlicht sagen, aber nichts zu tun mit dem Polarlicht sonst. Okay. Aber das im Winter oben über dem Polarkreis ist es so ein Licht, wo man das so... Ist schwierig zu erklären. Man muss es einfach sehen. Das blaue Licht. Nach den Stunden auf dem Schiff sind alle froh, sich bewegen zu können. Elisabeth erklärt, wie man die Spikes über die Schuhe zieht. Ein bisschen nach oben, a little bit on over the top of your foot. Sie und Hans sind für alle Eventualitäten gerüstet. Was haben wir, Elisabeth? Wir haben Tee, Kaffee, extra Pullover, Mützen, Handschuhe, Erste Hilfe, ja. Seilen, ja. Messer. Ein bisschen Schokolade hast du mitgebracht? Das hast du. Hab ich. Okay, gut. Die Wanderung geht über 6 Kilometer durch hohen Schnee und tiefe Wälder. Sehr still. Es ist eine Menge Schnee, die ich lange nicht gesehen habe. Ich glaube, in Kindheitstagen das letzte Mal so eine Menge Schnee gesehen. Und ja, phänomenal. Landschaftlich wunderschön hier. Ein Traum. Also es geht jetzt langsam los, dass man so ein bisschen runterfährt und das genießen kann. Und nicht mehr mit dem Kopf zu Hause ist und läuft alles, funktioniert alles. Ja, es geht los. Also das Handy liegt jetzt schon im Schiff. Also das ist schon mal der erste Schritt. Wie gesagt, ich nehme es nicht mehr mit. Ist Schluss. Hier haben wir die magische Türe. Gabi und Ingo aus St. Augustin kommen nun auch in Urlaubsstimmung. Erleben Sie es so, wie Sie es sich auch vorgestellt haben? Also jetzt schon. Also bis eben noch nicht, weil kein Schnee und 7 Grad wie zu Hause, Nieselregen. Nicht schön, aber jetzt, das ist schon genau das, was ich wollte. Viel Schnee, angenehme Temperaturen, super. Also Schiff haben wir bisher noch nicht gemacht, war jetzt das erste Mal. Aber ansonsten sind wir schon lieber aktiv. Also jetzt nicht so Strand liegen und so, das ist gar nicht unser Ding. Schon wirklich was unternehmen. Eine Winterlandschaft wie aus dem Bilderbuch. Am Ziel der Wanderung werden alle mit einem fantastischen Ausblick auf den Trondheimfjord belohnt. Mit 130 Kilometern ist er der drittlängste Fjord in ganz Norwegen. Und an einigen Stellen über 600 Meter tief. Zurück in Trondheim bleibt noch etwas Zeit für Sightseeing. Ja, meine Damen und Herren. Das norwegische Nationalheiligtum Nidarosdom. Gebaut über unseren Wikingerkönig Olav. Olav der Heilige gekannt. Und er wurde 1030 getötet in der Schlacht im Stickelstad und wurde später heilig erklärt. Der Nidarosdom ist die nördlichste mittelalterliche Kathedrale der Welt.
Wenige Schritte entfernt stehen die alte Stadtbrücke und die typischen farbenprächtigen Holzhäuser. 6 Stunden Landgang vergehen wie im Flug. Um Punkt 12 Uhr muss die Nordkap wieder auslaufen. Auf der Brücke manövriert Kapitän Ståle Andersen das Schiff aus dem Hafen. Wir haben eine Menge an technischer Ausstattung und arbeiten viel mit Autopilot. Aber das An- und Ablegen am Kai und enge Fahrwege müssen wir manuell steuern. Die vielen Häfen, die während der Fahrt entlang der norwegischen Küste angesteuert werden, erfordern bei der Crew Konzentration und Erfahrung. Bei schlechtem Wetter ist die Gefahr groß, dass das Schiff beim Ein- und Ausfahren durch den Sturm zu sehr an die Kaimauern gedrückt wird. Dann entscheidet der Kapitän, ob er den Hafen überhaupt anfahren kann. Jetzt aber ist gutes Wetter und die Ausfahrt überhaupt kein Problem. Ich hatte schon immer Lust, Kapitän zu werden. Seit ich 2 Jahre alt war, wollte ich Kapitän auf einem Schiff werden. Ich bin in einer Familie mit einer langen Seefahrtsgeschichte und vielen Fischern aufgewachsen. Anders aber als sein Vater und Großvater wollte der 37-Jährige auf einem Passagierschiff arbeiten. Ihm zur Seite steht der junge Sicherheitsoffizier Markus Engvik Pettersen. Er ist gerade mal 25 Jahre alt. Ja, das ist klar, das ist ein riesiges Ansvar, wir haben. Wir tragen natürlich eine riesige Verantwortung und nehmen das, was wir tun, sehr ernst. Ab und zu merke ich schon, welche Verantwortung auf einem lastet. Markus hat auf dem Schiff von der Pike auf gelernt. Begonnen habe ich mit dem Berufsgymnasium. Dann habe ich eine 2-jährige Ausbildung als Matrose unter Deck gemacht. Und als ich dann den Fachbrief als Matrose erhalten hatte, begann ich an der Steuermannschule und absolvierte meine Kadettenzeit mit Hurtigruten. Vor 2 Jahren habe ich mein Zertifikat als Steuermann an Bord von Passagierschiffen erhalten. Die Reederei Hurtigruten will neue Wege gehen und das erste Hybridschiff auf Tour schicken. Mit der neuen Antriebstechnologie sollen der Kraftstoffverbrauch und der Ausstoß von CO2 um 20% gesenkt werden. Seit diesem Jahr wurden noch größere Batterien installiert, damit vollelektrische Fahrten über längere Distanzen möglich werden. Für die sensiblen Fjord- und Küstenlandschaften sind diese batteriebetriebenen Schiffe dringend notwendig. Ich finde es gut, dass wir diese Richtung einschlagen. Unser Fokus liegt mehr auf der Umwelt und natürlich ist es für die Passagiere komfortabler. Es ist leiser, der Motor wird weniger genutzt und es entstehen weniger Schadstoffausstöße. Und außerdem ist es eine neue Technologie. Kapitän Andersen arbeitet 12 Stunden auf der Brücke. Danach zieht er sich in seine Kabine zurück. Das ist mein Schreibtisch, wo ich meine Büroarbeiten erledige und Papiere sortiere. Und hier im Wohnzimmer steht der Fernseher und eine Sitzgruppe. Es ist früher Nachmittag und noch schön hell. Die Temperaturen sind mit knapp über 0 angenehm und der böige Wind gut auszuhalten. Für Dietburg Ament ist das ihre erste Schiffsreise, die sie mit Sohn und Schwiegervater unternimmt. Normalerweise buchen sie keine Pauschal- oder Gruppenreisen. Aber sie wollten den Norden im Winter kennenlernen. Und Hurtigruten fahren immer und zu jeder Jahreszeit. Zu Hause in Krefeld arbeitet die 63-Jährige als Therapeutin mit verhaltensauffälligen Kindern. Die Auszeit an Bord hat sie dringend gebraucht. Die haben alle Wahrnehmungsstörungen.
Konzentrationsstörungen, gibt viel Stress zu Hause, in den Schulen. Da bin ich sehr viel neben der Einzeltherapie auch der Vermittler zwischen Schule, Elternhaus, Kind. Man kann da viel tun. Die Lehrer sind immer sehr erfreut, wenn ich komme, weil sie doch in der heutigen Zeit auch genauso oder ähnlich wie die Eltern hilflos sind. Auf dem Schiff will sie nur abschalten. Allerdings lassen mich meine Klienten nicht ganz in Ruhe. Mein Telefon geht schon, ja, auch hier. Aber das ist schon im kleinen Rahmen. Ihre Kamera hat sie immer mit dabei und bereits schöne Lichtstimmungen festgehalten. Der dritte Abend neigt sich dem Ende. Die Strecke zwischen Trondheim und Bodø dauert rund 15 Stunden. 5 Häfen werden auf diesem Abschnitt angefahren. Absoluter Höhepunkt ist jedoch die Überquerung des Polarkreises. Es ist 6 Uhr morgens und das Deck gut gefüllt. Die meisten Passagiere wollen die Metallkugel mitten im Meer mit eigenen Augen sehen. Das ist er, der Polarkreis. Ja, meine Damen und Herren, jetzt sind wir im Arktis. Wir haben den Polarkreis überquert. Und was ist ein Polarkreis? Es gibt 2. Der eine befindet sich hier auf 66 Grad, 33 Minuten, 46 Sekunden Nord. Und der andere befindet sich Süd, in Antarktis. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass jetzt im Winter am nördlichen Polarkreis die Phase der kompletten Dunkelheit beginnt. Und im Sommer wiederum die Mitternachtssonne 24 Stunden lang nicht untergeht. Von nun an wird es auf der Reise Richtung Norden nicht mehr wirklich hell werden. Die Landschaften leuchten noch bizarrer und wunderschön. Jede Polarkreisüberquerung wird zünftig gefeiert. Zuvor allerdings muss Njord, der Schutzgott der Seefahrer und Fischer, gerufen werden, um im Kampf gegen Wind und Sturm sicheres Geleit für die Weiterfahrt zu erhalten. Tone vom Expeditionsteam schlüpft in diese Rolle und fordert die Gäste auf, Njord zu rufen. Gott Njord und breche den Wind. Und hier oben in der Arktis, wo das Ende der Welt ganz nah ist, muss man Njord rufen. Kapitän, wenn Sie Njord rufen, wird Ihr Schiff sicher sein. Jeder soll mich noch mal rufen. Now the fun begins. Jetzt beginnt der eiskalte Spaß. Die ganz Mutigen lassen sich taufen und eine Kelle Eis in den Rücken kippen. Bei Temperaturen um 0 Grad hält man da schon mal die Luft an. Kolja hat von einem Mal nicht genug. Da muss eine zweite Kelle her. Und auch seine Mutter ist spätestens jetzt richtig wach. Bedeutend weniger schlimm als gedacht. Aber erfrischend, sag ich mal. Jetzt ist man definitiv wach. Es geht inzwischen bis hier. Aber auch und wie ist es für Reise nochmal? Schön kalt. Was macht man? Schreit.
Schön. Äquator hat man ja doch schon mal überquert, aber den Polarkreis noch nicht. Also ich hätte mir das dunkler vorgestellt. Also es ist ja, ja nicht taghell, aber man kann ja gut sehen. Also nee, bin ich angenehm überrascht. Also. In einer Stunde wird das schon wieder anders sein. Es geht weiter in den hohen Norden. Oben an Deck wird es jetzt ungemütlich. Der Wind hat aufgefrischt und das Meer ist schaurig schön. Vorbereitungen für das Anlegen. Bodø ist die Stadt des Windes und Eises. 1816 gegründet, lebten damals 200 Menschen hier. Heute sind es 48.000 Einwohner. Der Aufschwung kam mit dem Fischhandel. Kolja und seine Mutter sind auf Landgang. Ja, so gemütlich wie auf dem Schiff ist das nicht. Mal hier so den Wind zu spüren, dass man einfach wegfliegt. Und ich muss sagen, ich freue mich mit dem Gedanken, wirklich im Winter gefahren zu sein, immer mehr an. Hat man ja selten. Die Temperaturen liegen nur knapp unter 0 Grad. Gefühlt sind es aber minus 10. Für Opa Werner wäre das nichts gewesen. Und es war extrem schwer, dem das auszureden. Und wir haben uns besprochen und auch noch mal nachgelesen und sind halt wirklich zur Entscheidung gekommen, dass das keinen Sinn macht, es sei denn, ich trage den. So. Die Küste rund um Bodø ist bei Einheimischen sehr beliebt. Im Sommer locken weiße Sandstrände. Im Winter eine abwechslungsreiche Hügellandschaft. Die Wanderung wird von Andrea Karstedt geführt. Als Restauratorin kam sie vor 8 Jahren aus Thüringen hierher. Wegen der Liebe ist sie geblieben und führt nun Touristengruppen. Wer ist denn eigentlich ein Wikinger? Es gab nämlich Wikinger in Norwegen, in Schweden und in Dänemark. Aber ein Wikinger, das war nur jemand, der rausgereist ist für mindestens ein Jahr über das Wasser, auf eine Seereise. Was er auf seiner Reise gemacht hat, war egal. Ob er geraubt hat, ob er gehandelt hat, neues Land entdeckt hat, egal. Wenn er wieder nach Hause kam, dann war er ein Wikinger. Die Ära der Wikinger dauerte nicht lange. Etwa 200 Jahre, vom 9. bis zum 11. Jahrhundert. Man ist nicht ganz ahnungslos, auch was so die Route angeht, die man hier vor sich hat. Weiß man schon ein bisschen was, aber im Detail ist natürlich schön, das hier vor Ort zu erfahren. Nach 2 Stunden voller Eindrücke und Geschichtskunde geht es wieder an Bord. Also im Grunde bleibt noch offen, das sind natürlich die Nordlichter. Und wir werden noch andere Dinge unternehmen, also wir werden ein bisschen tiefer rein ins Land. Also und wenn das so bleibt, toll. Den Wunsch, die Nordlichter zu sehen, haben wohl alle. Aber noch spielt das Wetter nicht mit. Die Wolken hängen tief und es ist einfach viel zu diesig. Von Bodø fährt die Nordkap in Richtung Lofoten und steuert in der Nacht 6 Häfen auf der Inselgruppe an. Danach nimmt sie Kurs auf Tromsø. Am frühen Morgen ist hoher Wellengang und ein mächtiger Sturm. Es ist nicht sicher, ob die Nordkap im Hafen von Harstad anlegen kann. Die Männer unter Deck warten auf das Kommando von der Brücke. Es ist nicht so ungewöhnlich, geschieht aber auch nicht jeden Tag, dass wir ein Ziel canceln müssen. Das hängt von der Wettersituation an der Küste ab. Der Kapitän wartet so lange wie möglich in der Hoffnung, dass er noch anlegen kann, ohne dass es deshalb zu größeren Verspätungen kommt. Legt das Schiff nicht an, muss Hurtigruten organisieren, dass Passagiere und Waren über einen anderen Hafen doch noch ihr Ziel erreichen. Dann kommt das Okay vom Kapitän. Jetzt muss es schnell gehen. Für maximal 35 Autos reicht die Stellfläche unter Deck.
Viele Norweger nutzen die Schiffe, um Möbel oder Haushaltsgeräte zu transportieren. Eine Stunde ist für den Stopp vorgesehen. Fast pünktlich geht es weiter zum nächsten kleinen Hafen. Was in Deutschland die Regionalbahnen sind, sind in Norwegen die Hurtigrouten. Eine Möglichkeit für jedermann, von A nach B zu kommen. Plus die Aussicht auf grandiose Natur. Besonders bei schlechtem Wetter im Winter werden die modernen Schiffe in der Tradition der alten Postschiffe von der einheimischen Bevölkerung genutzt. Durch den Sturm konnten kleine Fährschiffe nicht auslaufen und Flugzeuge nicht starten. Deshalb warten im Hafen von Finnsnes rund 200 Menschen, um mitzukommen. Wir hatten eigentlich ein anderes Schiff gebucht. Durch das Wetter allerdings wurde es gecancelt. Deshalb sind wir hier. Für so viele neue Passagiere ist die Crew gut gerüstet. Dennoch muss Hotelmanager Arild Bogö dringend den Versorgungsnachschub organisieren. Die Fischfrikadellen sind ausgegangen. Hi, hier ist Arild. Trollfjorden konnten wir nicht anfahren, sodass wir keine Fischfrikadellen mehr einkaufen konnten. Wir planen immer den Einkauf von Proviant zusätzlich zu dem, was gebucht wurde. Wenn dann noch mehr zusteigen als geplant, müssen wir sofort die Küche informieren, damit mehr gekocht wird. Nun muss er einen Hafen finden, wo er neue Ware ordern kann. Durch das stürmische Wetter hat auch das Expeditionsteam viel zu tun. Einige Ausflüge sind ausgefallen. Nun muss Elisabeth den Gästen neue Vorschläge unterbreiten. Und auch Hans bekommt schlechte Nachrichten. Die Wahlbeobachtung in Tromsø fällt aus. Die haben mich angerufen vom Kalfjorden, das ist außerhalb von Tromsø, wo sie diesen Schoner haben. Und so viel Wind, die riskieren nicht auszufahren. Das ist ja ein kleineres Boot. Und stürmisch ist es, wie auch wir hier zum Beispiel. Dann müssen wir eine andere Lösung finden für unsere Gäste. Bis Tromsø sind es noch 2 Stunden. Gegen 12 Uhr soll die Nordkap dort anlegen. Bis dahin muss Hans eine Alternative anbieten. Dies ist eine persönliche Mitteilung für Herr Kolja Ament. Herr Kolja Ament, bitte melden Sie sich beim Expeditionsteam auf den Weg. Danke. Kolja hatte für seine Mutter und den Opa die Wahlbeobachtung gebucht. Seit gestern haben wir es befürchtet, dass unsere Wahlbeobachtungstour ausfällt. Ja. Leider. Aber nicht das erste Mal halt. Ne? Schon die zweite Tour, die uns abgesagt wird. Leider. Das tut mir furchtbar leid, weil es ein Erlebnis ist, natürlich, diese Wahlbeobachtung. Ja, klar. Die Alternativtouren heute sind dann? Was ich gern empfehlen möchte, das ist die polarhistorische Wanderung durch die Stadt. Dann lernt man Tromsø kennen, wie es ursprünglich war. Stadtrundgang, Stadtwahlbeobachtung. Darüber müssen Sie erst nachdenken. Die zugestiegenen Passagiere aus Norwegen haben sich überall an Bord verteilt. Manche bleiben nur wenige Stunden. Andere buchen noch eine freie Kabine für die Nacht. Hotelmanager Arild hat seine Frikadellenbestellung hinbekommen und hilft nun oben an Deck. Seit November steigt die Sonne nicht mehr über den Horizont. Die Polarnacht um Tromsø dauert bis Ende Januar. Jetzt wird es schnell wieder dunkel. Aber das Licht und die Stimmung über dem Meer faszinieren. Die Lichter von Tromsø sind bereits aus weiter Ferne zu sehen. Früher dienten sie den Fischern als Navigation, damit sie den Weg nach Hause finden. Heute erinnern die hell erleuchteten Fenster an diese uralte Tradition. Tromsø wird auch das Tor zur Arktis genannt und war Ausgangspunkt großer Polarexpeditionen.
das Wahrzeichen der Stadt, die Eismeerkathedrale. Das Glasmosaik an der Rückseite ist eines der größten Europas. Tromsø ist mit 69.000 Einwohnern eine Kleinstadt. Die Mischung aus moderner Lebensart und traditionellem Flair hat einen besonderen Charme. Während der 3 Stunden an Land wird im Maschinenraum der Nordkap hart gearbeitet. Die Motoren müssen gewartet werden. Vor gut einem Jahr lief das erste Schiff mit einem Hybridantrieb vom Stapel. Mit der Kombination aus Diesel- und Elektromotor wird 20% weniger CO2 in die Umwelt gelangen. Chefingenieur Björn Fjellheim findet diese Entwicklung gut. Ich sehe es positiv, dass die Reederei neue Technologien ausprobieren will und dass wir an die Umwelt denken. Diese Motoren werden mit Sicherheit auf immer mehr Fahrzeugen eingesetzt werden. Hybridantrieb und der Antrieb mit Gasmotoren. Was wir auf den Schiffen der Hurtigruten bisher getan haben, ist, dass wir einen besseren Treibstoff verwenden. Es gibt einzelne Küstenabschnitte, in denen es verboten ist, mit Schweröl zu fahren. Hier mussten wir auf Diesel umstellen. Diese Entwicklung wird sein Kollege Hugo Dahl nicht mehr aktiv miterleben. Seit 36 Jahren ist er auf diesem Schiff. Bald geht er in Rente. Ich werde mit meinen Enkelkindern zusammen sein und dann muss ich mich auch noch um meine Frau kümmern. Wir sind seit 30 Jahren verheiratet und ich war die Hälfte davon nicht da, 15 Jahre. Da muss ich also viel nachholen. Und unter Deck erfahren wir, dass auch ein Chefingenieur nach vielen Jahren noch immer ein flaues Gefühl bekommt. Wenn das schlechte Wetter viele Stunden lang anhält, kann es schon passieren, dass ich mich übergeben muss. Das passiert aber nicht mehr so oft. Aber so richtig los werde ich die Seekrankheit wohl nie. Im Restaurant richtet Chefkoch André wie jeden Abend ab 18 Uhr die Speisen an. Heute gibt es mal keinen Fisch. Rentier steht auf der Menükarte. Sonja und Frank genießen die Zeit auf dem Schiff. Frank arbeitet als Speditionskaufmann. Sonja ist Projektberaterin im Bereich Konferenztechnik. Ihr Arbeitsalltag ist meist sehr lang. Dazu kommt, dass wir mit 3 Teenagern zu Hause natürlich auch immer irgendwie was zu tun haben. Da ist es auch selten ruhig, so richtig. Und wir haben auch wenig Zeit für uns zwei alleine. Also das ist das, was wir uns hier auch ganz explizit gönnen, ein bisschen Zweisamkeit. Da haben wir zu Hause wenig von. Von Tromsø geht die Route über 4 Stationen und fast 378 Kilometer nach Honningsvåg. Am 5. Tag werden wir am Nordkap sein. Für viele der Höhepunkt. So schön wie die vorbeiziehenden Landschaften auch sind, der Himmel ist noch immer bedeckt. Und die Chancen auf Nordlichter eher gering. Für Pernilla Lulien beginnt die Schicht an diesem Tag um 8 Uhr. Die Kollegen vom Housekeeping treffen sich zu einer kurzen Arbeitsbesprechung. Heute müssen sie besonders schnell sein, erfahren sie. Wenn die Gäste am Nordkap sind, hat die Crew einen Sicherheitscheck. Heute haben wir eine Übung. Deshalb müssen wir alle Kabinen bis spätestens 13 Uhr gereinigt haben. Es wäre gut, wenn wir früher fertig werden. Jetzt haben wir 8 Uhr, das heißt, es wird also sehr stressig. An Bord gibt es 214 Kabinen. In einer können maximal 3 Personen schlafen. Pernilla arbeitet auf Deck 5 und muss 25 Kabinen putzen.
viel Zeit habt ihr dafür insgesamt? 6 Minuten pro Kabine. Mittlerweile ist es 11 Uhr. Die Lichter von Honningsvåg sind bereits zu sehen. Der Sturm will einfach nicht nachlassen. Das wird am Nordkap ungemütlich. Meine Damen und Herren, willkommen in Honningsvåg, Zentrum in der Gemeinde Nordkap. Wir befinden uns jetzt auf den 71 Breitengraden. Fast jeder will zum Nordkap. Die Temperaturen sind mit minus 5 Grad nicht besonders kalt. Trotzdem hat sich Opa Werner dick eingemummelt. Denn der scharfe Wind ist eisig. Mit dem Auto vom Nordkap bis Oslo würde es 5 Tage dauern. Es ist ein langes Land, Norwegen. Und dann sind wir da. Am Nordkap. Der nördlichste Punkt Europas. So steht es oft geschrieben. Der wirklich nördlichste Punkt ist auf einer dem Festland vorgelagerten Insel. In diesem Moment ist das aber völlig egal. Erfolgreich am Nordkap angekommen. Halb erfroren. Im Eis ist Kälte. Der Wind peitscht einen fürchterlich um die Ohren, aber es gehört einfach dazu. Also, dass das hier so ein Wetter ist, irre. Ja. So habe ich mir die Arktis vorgestellt. Dunkel, kalt, windig. Ich habe mich gefreut, hier hinzufahren. Es ist vielleicht auch meine letzte Chance im Leben, weil ich nicht mehr der Jüngste bin. Von hier zum Nordpol sind es nur noch 2100 Kilometer. Irgendwie fühlt man sich wirklich am Ende der Welt. Es ist grandios, es ist wirklich was Besonderes. Es sind schon extreme Eindrücke hier. Am frühen Nachmittag sind wieder alle an Bord. Die Sicherheitsübung für die Crew hat geklappt. Nun ist Pernilla für den Dienst in der Messe eingeteilt, in der Kantine für die Crew. Sie muss dafür sorgen, dass genügend vorhanden ist. Seit 8 Jahren arbeitet die 40-Jährige für Hurtigruten. Insgesamt sind 50 Besatzungsmitglieder an Bord. Fast alle kommen aus Norwegen oder Schweden. Wir alle haben einen 10-stündigen Arbeitstag hier an Bord und machen die Arbeit, die gerade anliegt. Wir haben hier einen Tagesplan, der hier hängt, wo ich sehen kann, wie ich eingeteilt bin. Von 5.30 Uhr bis 11 Uhr putze ich die Gemeinschaftsräume und die Arbeitsräume. Und dann weiß ich, von 12 bis 19.30 Uhr reinige ich zuerst die Kabinen und muss danach hier in der Messe sein. Das Expeditionsteam nutzt eine kleine Pause, bevor es wieder in die Lobby muss. Die Besatzung bekommt das gleiche Essen wie die Gäste, nur nicht ganz so umfangreich. Es gibt Geschnetzeltes vom Wild. Ja, es gibt viele, die haben immer alle verschiedene Arbeitszeiten. Jemand arbeitet schon ab 2 Uhr am Morgen und einige arbeiten bis 11 Uhr am Abend. Es wird immer gekocht da oben. Die Messe gehört zum privaten Bereich der Besatzung. Nicht einmal Familienangehörige dürfen hier rein. Dass wir drehen können, ist eine Ausnahme. Und so erzählt man uns von einem besonderen Passagier. Das gab ja ein berühmtes Raub, ein Bankraub für einige Jahre. Und die müssten ja vor Gericht. Und der eine war, meine ich, war von Nordnorwegen. Und die sollten ja fliegen nach Oslo. Aber einer der Gefangenen hatte Angst zu fliegen. Und dann waren die also lieb, da die dürfte mit Hurtigruten fahren und dann später mit Zug, aber ohne zu fliegen. Wir kümmern ja uns um unsere Kriminelle hier in Norwegen. Vor allem aber sind sie für die Gäste da. Die Nordlichter allerdings können auch sie nicht herbeizaubern.
Vielleicht wird es dann schlechte Laune, wenn wir noch kein Nordlichter haben. Weil wir hatten ein bisschen Pech bis jetzt. Das war eigentlich die erste Fahrt seit September, wenn man normalerweise Nordlicht sieht. Im September wird es ja so dunkel, dass man überhaupt sehen kann. Die erste Fahrt, dass wir bis jetzt nichts gesehen haben. Auf dem Schiff müssen die Mitarbeiter flexibel sein. Die meisten arbeiten auf verschiedenen Positionen. Zum Abendessen ist Pamela wieder im Restaurant und serviert Gabi und Ingo die Vorspeise. Eine Sahne-Selleriesuppe mit Krabben. Kolja und Frank haben an diesem Abend noch einen Termin. Im nächsten Hafen geht es auf Schneemobiltour. Bleibt einfach locker. Bleib relaxed. Snowmobile wackeln immer hin und her. 5 Zentimeter von einer Seite zur anderen. Das ist völlig normal. Wenn man sie festhalten will, werden die Arme schnell erschöpft sein. Also einfach gelassen bleiben. Kolja steckt in einem extra dicken Overall. Eine Stunde sind sie mit dem Schneemobil unterwegs und werden erst im nächsten Hafen wieder auf das Schiff steigen. And relax with the hands. Und schön aufpassen mit den Händen. Manchmal kann man die Griffe kaum festhalten. Start and stop at the end and is here. Sorry? Yes. Start and stop is here. Yes. All right. Bei absoluter Dunkelheit wird die Fahrt ein Abenteuer. Auf dem Schiff ist es indes beschaulicher. Hotelmanager Arild hat sein Büro verlassen. Er zeigt den Gästen, wie man Stockfisch bearbeitet. Stockfisch ist durch Trocknung haltbar gemachter Fisch, meist Lachs oder Dorsch. Nicht jedermanns Geschmack. Salzig, strohig und nicht für jedes Gebiss geeignet. Meine Familie stellt eine Menge Stockfisch her. Im Sommer legen wir die Fische in salziges Wasser ein, ungefähr in dieser Größe. Eine Woche liegt er darin, dann grillen oder kochen wir den Fisch. Stockfisch galt früher als arme Leute essen und wird heute in Norwegen an Feiertagen kredenzt. Der 5. Tag an Bord neigt sich dem Ende. Vom nördlichsten Teil der Strecke geht es nun über 6 Stationen nach Kirkenes, 15 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Der Legende nach stammt der Name Norwegen von dem altnordischen Wort Norovegr, der Weg nach Norden. Die lange zerklüftete Küste nannte man so, weil sie im Winter eisfrei und damit passierbar war. Grund ist der Golfstrom. Bei durchschnittlich 4 Grad Wassertemperatur gefriert es nicht. Am Horizont leuchten bereits die Lichter von Kirkenes. Für Gabi und Ingo ist diese Reise genau das Richtige. Wenn man rausguckt, das hat schon so ein bisschen was Mystisches mit den Bergen. Und gestern hat der Captain irgendwann mal zwischendurch das Licht angemacht. Und dann konntest du richtig dieses Schneetreiben auch sehen. Das war schon echt faszinierend. Also diese Dunkelheit, aber trotzdem ist irgendwie Bewegung da. Man sieht immer irgendwas. Man glaubt es gar nicht, so eine Schiffreise. Also man ist ständig in Bewegung, hat permanent etwas zu tun, wird abgelenkt und hat überhaupt gar keine Entzugsentscheidung zu einem PC, sag ich mal. Ne? Also das tägliche Umgangswerkzeug. Und das ist auch gut so. In Kirkenes leben knapp 3.500 Menschen. 15% sind aus dem Ausland. Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs zwischen Ost und West ist der Handel mit Russland enorm gestiegen und spielt im Alltag der Menschen eine große Rolle. Die Norweger kaufen in Murmansk Bier und Schnaps. Die Russen in Kirkenes günstige Babywindeln. Viele Gäste gehen von Bord. Sie haben eine Husky-Schlittentour gebucht und fahren dafür auf eine Farm. Hier werden sie zunächst von Rentieren begrüßt, die in den Sommermonaten zu Tausenden in großen Herden rund um Kirkenes weiden. Ja.
Die Attraktion allerdings sind die Huskies. Schlittenhunde mit einem unbändigen Drang nach Bewegung. Ein alter ehemaliger Bauernhof wurde von zwei Deutschen zu einer großen Farm entwickelt. Nun leben 180 Tiere hier. Für Sonja geht gleich ein großer Traum in Erfüllung. Sehr, sehr aufregend. Wunderbar. Bin gespannt. Bist du gut eingefädelt? Ich glaube schon. Wenn Frank mich hält, kann nichts passieren. Das war ja dein Highlight, ne? Ja, ist auch ganz toll hier, wie dich mal an die Hunde rankommt. Frank, und du hast deine Gattin richtig im Griff jetzt. Ja, sicher, runterfallen ist nicht. Mit über 86 Jahren ist die Schlittentour für Opa Werner nicht ungefährlich. Die Füße müssen während der Fahrt auf den Kufen bleiben. Enkel Kolja hat ihn fest im Griff. In rasantem Tempo geht es fast eine Stunde durch die eisige Winterlandschaft. 8 Hunde im Alter von 3 bis 9 Jahren ziehen einen Schlitten. Bei kurzen Distanzen schaffen sie bis zu 40 km/h. Die Fahrt über einen zugefrorenen See ist magisch. Geschafft. Thanks heaven. Thank you. Ich hab gesagt, wir fliegen gleich in die Böschung. Ja. Bei dieser Schussfahrt und in der Kurve. Und als er dann mitgekriegt hat, dass es über den Fjord gegangen ist, da war endgültig vorbei. Wie ist das Wasser unter? Hab ich gedacht, das Knarren, was wir hörten, das wäre vom brechenden Eis. Aber die Hunde sind ja klasse. Die gehorchen ja wirklich aufs Wort. Ich wäre am liebsten gleich wieder gefahren, noch eine Runde. wirklich schön. Also es hat Spaß gemacht. Mittags um 12 Uhr ist es in Kirkenes schon wieder dunkel. Bis Mitte März müssen die Menschen auf die Sonne warten. Die Nordkap tritt nun die Rückfahrt an. Ihre Hochzeitsreise werden Sonja und Frank bis zum letzten Tag auskosten. Ja, wir freuen uns zum einen, dass es wieder heller wird und wieder ein bisschen wärmer auch die nächsten Tage, je südlicher wir kommen. Und ansonsten genießen wir einfach noch die Zeit an Bord, machen vielleicht noch 1, 2 Ausflüge, noch mal ein bisschen die eine oder andere Stadt sehen und ja, entspannen einfach noch ein bisschen. Vom Start in Bergen bis hierher sind es rund 2700 Kilometer. 7 Tage hat die Reise gedauert. Sie führte vorbei an atemberaubenden Landschaften. Regen, Sturm und Kälte waren ständige Begleiter. Aber vor allem eins wird allen in Erinnerung bleiben: das magische Licht des Nordens.